Was, wenn der Staat irgendwann bemerkt, dass das Fehlen des Kuschelhormons Oxytocin schlecht für die Volksgesundheit ist und deswegen beschließt, dass Polizisten nicht nur den Umgang mit Gewalt und mit der Waffe erlernen müssen, sondern auch das richtige Kuscheln? Denn wenn ein Oxytocinmangel auftritt, was spricht dagegen, die Polizei zum Kuscheln zu rufen? Vorteile hätte es mannigfaltige. Wenn das Teil des Berufsbildes der Polizei wäre, würden Psychos davon abgehalten, diesen Beruf zu ergreifen, und es könnten Menschen, die ansonsten für diesen Beruf ungeeignet wären, ebenfalls Polizisten werden. Da beim Kuscheln bei beiden Seiten Oxytocin ausgeschüttet wird, hätte das auch für die Profikuschler der Polizei besonders positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Wenn es erlaubt ist, im Namen des Staates Gewalt einzusetzen, dann muss es doch umso erlaubter und erwünschter sein, im Namen des Staates Kuscheln einzusetzen. Danke für deine Zeit.